Herzlich willkommen. Ja, es ist wieder soweit. Let's Play Flife steht wieder an. Da drehe ich schon ein bisschen so durch die Runden, aber was soll's. Naja, es geht wieder los mit den tollsten Sachen. Auch die Hintergrundgeräusche sind ein bisschen zu laut. Ne? Man hört die auch gar nicht, ne? Wenn er so irgendwie so ganz bisschen leise. Ne? Aber sonst muss man die natürlich hören. Ja, wir sind dabei natürlich hier großartig weiter zu leveln, selbstverständlich. Die Spätsommerpause ist vorbei. Ich musste einige Sachen anders machen, wie unter anderem natürlich auch das Aufzeichnen. Denn das eigentliche Programm, mit dem ich Flife ja immer aufzeichne, das crasht andauernd, wenn Flife offen ist. Naja, was soll's, ist halt ein scheiß Laptop, den ich habe. Aber ich hoffe, irgendwann in naher Zukunft, sprich in eben 1000 Jahren, wenn ich schon tot bin, kann ich Flife dann ohne jegliche Panne dann spielen. Ja, das ist dann auch natürlich was ganz Besonderes für mich. Ja, auf geht's in die nächste Runde und freue mich natürlich auch drauf. So, gehen wir mal weiter hier putt machen. Ja. Ich werde natürlich dann auch mit dem Programm, was ich jetzt habe, auch versuchen, Minecraft aufzuzeichnen. Denn ich finde, das muss man natürlich auch mal lassen, wenn das Programm natürlich gute Erfolge zeigt. Sprich, wenn ihr dieses Video seht und es läuft gut, sprich, es sind keine Hänger da, es sind keine Tonverzögerungen, sprich, eigentlich so gesagt, was wollte ich sagen? Es hängt nicht drüber. Also, boah. Asynchron, so meinte ich das. Also, der Ton ist asynchron. Dann, schreibt es einfach in die Kommentare. Dafür sind die natürlich da, um natürlich auch zu sagen, ob das Video gut läuft oder auch nicht. Ne? Und da muss ich halt dagegen natürlich was machen. Bei Minecraft ist es ja jetzt so, ab morgen mit der ersten Folge nach der langen Pause, ab Folge 24 geht es wieder von vorne los, weil ich die Daten natürlich verschlammt habe. Aber das erkläre ich euch morgen auch nochmal. Das werdet ihr auch morgen dementsprechend sehen. Also, ja, dementsprechend, muss ich dazu nichts sagen. Und am Sonntag ist die große Bundestagswahl. Freut euch drauf und geht wählen. Und tut das auch vernünftig. Und wenn ihr einfach sagt, ja, ich gehe halt wählen, aber ich gehe hin, aber mach meinen Zettel Dingskirchenbums, ne, ungültig, dann könnt ihr das von mir aus ruhig machen. Da habe ich nichts gegen. Aber es gibt halt viele, die sich um die Politik ein bisschen rum immer beschweren, aber dann nichts dagegen machen. Solche Leute sind eigentlich, finde ich, nicht fähig, wählen zu gehen. Sagen, beschweren sich dermaßen über die Politik, aber sagen, ne, wählen gehe ich nicht. Nur weil die das Vertrauen der Wähler irgendwie verloren haben. Das sind geradewegs diese Nichtwähler. Und es gibt ja auch eine Partei, die heißt Partei der Nichtwähler. Dann verstehe ich aber nicht, wieso gibt es da eine Partei zum Nichtwählen, für Nichtwähler, aber die dann Gott trotzdem nicht wählen gehen. Ja, manchmal ist einiges unlogisch, aber es ist Deutschland, aber was soll's. Wir sind natürlich groß dabei, alles andere natürlich irgendwie dolle hinzukriegen. Naja, derweil, kommen wir jetzt mal zum Thema Flife zurück, gibt es natürlich auch hier nur die Neuerung, dass ich ein anderes Aufzeichnungsprogramm nehme. Das wird ihr wahrscheinlich dann auch äußerlich merken. Äußerlich, innerlich, wie auch immer. Also am Video irgendwie merken, dass es anders ist. Vielleicht auch nicht geradewegs die beste Qualität. Aber wenn YouTube das irgendwie hinkriegt und das schön in HD macht, oder auch nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe nur wegen eine Testaufzeichnung gemacht. Es kann vielleicht sein, dass die Musik, die ihr jetzt im Hintergrund hört, lauter ist als ich selbst. Also als meine Stimme. Und deswegen, wenn es dann so sein sollte, entschuldige ich mich. Ich habe derweil jetzt so versucht, dass es so hinzukriegen, dass es jetzt funktioniert. Und das ist jetzt so der Fall, hoffe ich mal. Wenn es nicht so ist, dann tut's mir leid. Aber Flife will ich nicht auch noch absetzen, weil dann könnte ich meinen Laptop einfach vor Wut einfach Fenster auf- und rausschmeißen, nachdem was jetzt passiert ist. Man ist eine Woche lang weg gewesen, eine Woche lang war man nicht im festen Internet, sprich, dafür musste sogar mein Handy draufgehen als Datenflat, sprich, als Hotspot. Meine Datenflat habe ich, also meine Flatvolumen habe ich erreicht. Mein Datenvolumen, sagen wir mal so, ich erfinde immer neue Wörter. Und deswegen hat das dann auch nicht so dolle funktioniert, wie das dann eigentlich auch sein sollte. Und deswegen habe ich auch ein bisschen so die Schnauze voll deswegen gehabt. Dass dann geradewegs dann nur eine Woche lang, dass mein Laptop nicht irgendwie
ja, am Internet war, dass es dann eigentlich nicht funktioniert hat. Naja, aber jetzt tut's wieder alles und das nur wegen 3 Updates, ne? Danke Windows. Ich hab euch auch lieb, deswegen will ich unbedingt einen Mac haben. Naja, wenn mir jemand einen Mac schenken will, aber noch einen ganzen heilen und auch noch einen guten, gut erhaltenen Mac, nicht ein Ei, sondern Mac-Computer. Ein iMac, MacBook wäre nicht schlecht, ein iMac wäre besser. Ja, aber da, wo man dann noch CDs reintun kann, nicht so die ganz neuen iMacs. So. Zack, zack. Weiter geht's. Naja, da war gleich Level 22, 79%. Die geben ja auch schon einige XP. Deswegen denke ich mal, bis Level 23, wenn wir noch hier bleiben, hängt davon ab, wie die natürlich, wie das natürlich mit den anderen Levels, mit den anderen Mobs natürlich aussehen wird, wie die natürlich dann auch was geben. Aber da müssten wir auch zu höheren, weil ich denke mal, Level 23 wird natürlich dann doch nicht so dolle sein und, wenn wir dann mal sehen, wie das dann ablaufen wird. So, der gibt jetzt 81% haben wir. 1%. Ja, da müssten wir mal von den 23ern mal einfach mal weg. Mal zu den anderen gehen. Springen wir einfach mal hin. Hier, 23. 23, aber ist auch ein Agro. Ich habe aber nicht gesehen. 23, ja komm, greifen wir mal an. Denk mal aber, dass es sein könnte, dass die vielleicht stärker sind. So werden wir gleich mal sehen. 82%, vielleicht dann 83% oder 85%. 84%, 85%, wären dann 3%. Ne? Wie auch immer. Schauen wir mal. Oh, guck mal, 83%. Ja, dann bleibe ich bei den Mias hier. So bei den normalen Mias, nicht bei den grünen, sondern bei den roten. Und da ist auch noch ein rot-roter. Ne? Nicht hier SPD und Linke. Nein, das ist jetzt nicht hier politikmäßig etwas. Ist jetzt ganz normal eigentlich nur, ihr wisst schon, wie ich das meine. Zwar nämlich mit der ganzen Sache mit, ihr wisst schon. Ne? Genau. So, weiter geht's. Da nehmen wir dann doch den Agro. So. Mia wieder. Mia San Mia. Und das ist ja auch noch Super Mia. Ja, alles Level 23, aber trotzdem auch schnell voran. Ja, jetzt denke ich wohl mal, dass es jetzt wohl 1% gegeben hat. Oder? Ja, 1%, ja. Ist auch irgendwie toll, ne? Das Leere vom Ei versprochen. Hängt davon ab, wann sie Lust haben, wann nicht. Ne? Ja, ich will erstmal besiegen, dann gehen wir dahin. Da waren wir aber schon mal. Bei den Nerko, wie auch immer, bla bla bla. Schwabbelfasel. Ja, aber nochmal zurück zu diesen Nichtwählern, ne? Ich find's eigentlich auch irgendwie doof, ne? Man hat die Chance, eine Partei zu wählen, die einem sympathisch vorkommt. Okay, die direkt NPD wählen, sorry, wenn ich das so sagen muss, jeder Mensch ist eigentlich gleich, aber die, die NPD wählen, die haben einfach nicht mal alle Tassen im Schrank, ne? Wie Philipp Rösler es mal gesagt hat, Dummheit kann man nicht verbieten, ne? Passend zur NPD. Aber was soll's. Aber allein für diese Nichtwähler, ne, frage ich mich, die leben in einem Land, wo sie die Chance haben, entscheiden zu dürfen, von wem wir regiert werden, und gehen nicht wählen. Also können die gleich in irgendeine Diktatur gehen oder in eine Monarchie, wo eine Demokratie eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Aber es gibt nur noch sehr wenige Länder davon und die liegen auch ein bisschen, sagen wir mal, in der Technologie und generell in seinem Sinn ein paar Jährchen zurück. Wenn wir uns Nordkorea angucken, die liegen ungefähr, sagen wir mal, von dem Standard mindestens 30 Jahre zurück, wenn nicht sogar mehr. 30 Jahre, sprich in den 80ern hängen die fest. Wir sind derweil jetzt schon in den, ja, im 21. Jahrhundert, die hängen noch im 20. Jahrhundert fest. Südkorea dagegen, wenn jetzt von heute auf morgen Nordkorea und Südkorea sich wieder vereinen würden, dann würden Nordkoreaner mit der Technik von heute gar nicht mehr zurechtkommen. Sprich mit ganzem Internetkram, mit, ja,
mit dem ganzen Kram, also mit Internet und so weiter, mit Smartphones, die würden damit gar nicht klarkommen. Die würden damit wirklich nicht klarkommen. Und das wäre dann halt natürlich das große Problem, dass sie nicht damit wirklich klarkommen würden und dass sie dann halt sich auch nicht zurechtfinden würden und viele sich dann wünschen, ja, wird auch das Land dann noch geteilt, aber viele wünschen sich halt die Wiedervereinigung und deswegen sehen die Nord- und Südkoreaner, beziehungsweise am meisten Südkoreaner, dass es genauso bei denen so abläuft wie bei uns bis vor 25 Jahren, weil wir ja auch vor 25 Jahren zwei deutsche Staaten gab und in Asien gibt es zwei koreanische Staaten, also sprich Nord- und Südkorea und ja, so ist es dann halt natürlich. Aber trotzdem, ich bin ganz weit abgewichen. Ich wollte zur Wahl kommen, bin aber beim Thema Nordkorea. Das ist auch mal wieder was Feines, ne? Naja. Und ja, nochmal zurück zu den Wahlen. Wie schon gesagt, nutzt eure Stimme. Wenn ihr nicht wissen wollt, wen ihr wählen sollt, den Wahlomat. Wie schon gesagt, schaut mal bei den Thema-Videos hier bei DERCHO-TV mal rein. Dort gibt es unter anderem natürlich den Wahlomat für die Bundestagswahl. Für die Bayernwahl braucht ihr den nicht mehr nutzen. Die Bayernwahl war ja schon. CSU regiert auch wieder alleine, ne? Was ich auch ein bisschen komisch finde, aber naja, was soll's. Wer gerne den Ausländern einen aus der Tasche ziehen will, was ja, sagen wir mal, sowieso gesetzmäßig nicht möglich ist, weil Ausländern, die auf bayerischen Autobahnen quasi oder auf bundesdeutschen Autobahnen fahren, dann eine Maut reinzusetzen, das geht nicht. Entweder für alle oder für keinen, ne? Da könnte ich wieder so eine Debatte anfangen, ne? Die Debatte. Ungefähr sowas, aber was soll's, das ist natürlich auch nicht immer möglich. Deswegen, meine Meinung ist, eine PKW-Maut entweder für alle oder für keinen. Und ich bin gegen eine PKW-Maut, weil wir sind, glaube ich, das einzigste Land im Moment, wo man natürlich und nicht mit Tempo, also mit Tempolimit setzt, sondern auch, ich glaube, es gibt noch andere Länder, oder nicht? Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Land auf seinen Autobahnen hat ohne Tempolimit. Können auch Google fragen oder so und dann in die Kommentare schreiben, wie auch immer. Mir den Link da reinsetzen. Dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. Ne? Aber wie schon gesagt, am Sonntag gibt es dann auch... Oh, Level Up. Das freut mich auch. Ja, wie schon gesagt, jetzt... Ne, wir können noch nicht die anderen Sachen benutzen. 25 oder so. Oh, oh. Schnell zurück. Level 22. Ne? So, weiter geht's. Bleiben wir denn noch hier, oder? Ja, bleiben wir noch hier. Ich guck mal, wie viel die mir jetzt geben. Also jetzt habe ich direkt 0%. Schauen wir mal, wie viel mir die Mias jetzt geben auf 24. Ja. Da kann ich noch nicht benutzen. Schau ich mal gleich. Ich guck mal. Wenn das 2% sind, bleibe ich noch hier. Wenn nicht, dann gehen wir mal weiter. So langsam. 1%. Naja. Dann wird es wohl langsam an der Zeit, weiterzugehen. Und zwar nicht zu den Pilzköpfen da hinten. Na? Food reicht noch. Da sehen wir schon die ersten Pilzköpfe. Der ist aggro. Kommt auf mich zu. Ich gerochen. Das ist ein Creeper bei Minecraft. Den. Die drei sind nicht aggro. Können wir zum Beispiel hier natürlich auch unsere Buffs wieder aufladen und direkt durchstarten, finde ich. Ja, haben wir ja nichts. Also sprich, direkt durchstarten hier mit Sachen kommen, haben wir direkt den Aggro hier platt. Level 25 sind jetzt drei Level über uns. Wir sind ja jetzt Level 22. Ja, haben 1%. Und die Pumpkins sind natürlich auch sehr, sehr stark. So. Aber wie schon gesagt, geht am Sonntag wählen. Das ist eure Chance, euch irgendwie zu beteiligen. Und wenn ihr dann sagt, naja, meine Stimme, ich will nicht nur, dass meine Stimme dafür reicht, dann tritt in eine Partei ein. Schaut einfach mal nach, welche Partei ihr so, was für Ziele ihr euch setzen wird und ob die Partei, die ihr... sucht dann... Ich weiß selbst nicht, wie ich das sagen soll. Wenn ihr in eine Partei eintreten wollt, die auch eure Ziele durchsetzt, dann tretet ein. Wenn ihr sagt, ich will mit meiner Stimme aber mehr machen, sprich, ich will auch mich dafür einsetzen und so weiter, dann tretet in eine Partei ein. Ich überlege mir auch die ganze Zeit. Ihr habt ja gesehen, beim Wahlomat für die Bundestagswahl kamen ja die Piraten raus.
Wenn das nicht jetzt wirklich so war. Kamen dann die Piraten raus? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich mal selbst gleich nochmal gucken. Aber kann ich euch dann erst sagen, wenn auch die Bundestagswahl vorbei ist. Aber das wird dementsprechend dann sein, wenn es dann soweit ist. Am Sonntag die Wahl. Natürlich wieder mit dem Wahlticker bei derchotv.wordpress.com. Inklusive dann am Montag eines, eines Thema-Videos mit der Nachlese. Und natürlich dann auch mit Spezialausgaben von Thema, wenn es natürlich, sagen wir mal, zu einer neuen Koalition kommen sollte, sprich, wenn Schwarz-Gelb abgewählt ist oder es dann eine große Koalition kommt. Also viele denken wohl, es wird eine große Koalition, das denke ich auch. Zu 90% wird es eine große Koalition. 10% werden mir sagen, es wird die restlichen 10, das sind, sagen wir mal, meiner Meinung nach, sind das die restlichen 10, also ich sag mal, 5% Schwarz-Gelb und 5% Rot-Grün. Ja, das sieht man deutlich, wie er auf die jetzige Regierung da setzt. Weil die FDP hat sich verzockt, ganz einfach. Die FDP lag vor 4 Jahren noch bei fast 15%. Jetzt sind es nur noch 10% weniger. Also das ist ein dermaßener Absturz, dass es nicht funktioniert. Jemand schreibt mich in Facebook an, den bringe ich jetzt mal um. Weil, mache ich erstmal so lange weiter. So, jetzt hat mich jemand auf das Thema angeschrieben, weil ich mich in Facebook darüber aufgeregt habe. So. Ich antworte später. Muss jetzt nicht sein. Muss mich jetzt hier nicht aufregen. Ich reg mich halt natürlich über die auf, die rummeckern und dann trotzdem eine Änderung wollen und dann nicht wählen gehen. Ich finde das schon ein bisschen kacke. Es ist klar, man sollte nicht jeden dazu zwingen. Wir leben in einer Demokratie, die ja von Politikern präsentiert wird. Sprich, wir wählen Volksvertreter. Ne? Aber trotzdem, ich finde es schon ein bisschen scheiße, wenn dann irgendwelche Leute kommen und dann noch sagen, ja, ich finde das und das scheiße, man sollte dagegen was machen. Nö, ich gehe nicht, ich will keinen Bock. Ne? Also meiner Meinung nach, finde ich, dann sollten wir, dann sollte jeder dazu gezwungen werden, dann sollten geradewegs die gezwungen werden, so meinte ich das, die rummeckern und dann sagen, ja, ich will, dass es anders wird, ne? Aber wer dann mit mir mit der Meinung kommt, ja, früher, ne? Mir soll niemand kommen mit, ja, früher. Früher war alles besser, ist klar, aber wir können das früher von heute nicht, früher in heute nicht mehr integrieren, ne? Früher gab es auch nicht die Weltwirtschaftskrise. Die Weltwirtschaftskrise ist jetzt 5 Jahre lang haben wir die an der Backe kleben. Und das nur, weil wir oben an der Macht gierige, also nicht an der Macht, Entschuldigung, ich will nichts gegen Politiker, aber oben in den Bankvorständen geldgeile Menschen haben. Die sagen, was kümmert mich der andere, mein Arsch ist mir wichtiger, ich kassiere das ganze Geld ein, die anderen gehen halt leer aus, ne? Und dann wird die Schneise größer zwischen Arm und Reich, ne? Und so weiter und so fort, ne? So ungefähr. Ich könnte darüber eigentlich eine Talkrunde halten, was ich wohl, glaube ich, auch machen werde. Aber dazu werde ich wohl 1-2 Leute in Skype einladen. Könnte ich machen. Wenn jemand sich dafür bereit erklärt, schreibt es in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail, wie auch immer. Vielleicht versuche ich sowas auch natürlich dann am Samstag, also morgen hinzukriegen. Morgen Abend läuft ja im Übrigen, wenn ihr nochmal wissen wollt, wie die Parteien sind, schaut morgen mal rein. TV Total Bundestagswahl um 20.15 Uhr auf Pro7. Das will ich dann nochmal in den News sagen. Und die News kommen ja heute auch noch. Also sprich, wenn ihr dann natürlich dieses Video hier seht, bereite ich schon alles für die News vor. In den News natürlich alles zur Wahl nochmal. Wenn ihr immer noch nicht wissen wollt, wen ihr wählen sollt, dann, ja, wie schon gesagt, macht dann was draus und geht wählen. Ne? Naja, kommen wir aber zurück zu Flive. Für die, die jetzt natürlich neu dabei sind bei Flive, das möchte ich auch nochmal kurz sagen, ist es folgendermaßen zu sagen, Flive ist ein kostenloses MMORPG. Kostenlos bei gpotato.eu. Könnt ihr kostenlos anmelden. Das Ganze finanziert sich durch wertvolle Premium-Items, die man über PayPal zahlen kann. Ich glaube auch Kreditkarte und so weiter. Ja, ganz teuer sind sie nun auch wieder nicht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie euch holen. Ich habe es bis jetzt noch gar nicht gemacht. Ich habe es mir bis jetzt so ehrlich in so normalen Shops geholt, um natürlich auch dementsprechend irgendwie
nicht mein Geld auszugeben, weil ich sonst nie das Geld dafür hatte. Also hier die ganzen Penyas, die ich hier habe, kann man zum Beispiel sehen, ich habe 216.000 Penya. Ne? Das ist ja quasi auch hier die normale Währung. Und wenn ihr dann natürlich sagt, ja, ich habe genug Euros, kauft mir irgendwie so ein Premium-Item, sei es irgendwie so ein tolles Board zum Fliegen, also sprich Flügel oder so, sonst einen anderen Kram, den könnt ihr euch natürlich auch selbstverständlich holen. Kostet dementsprechend dann halt Euros und die zahlt ihr dann halt mit Überweisung, C-Karte, wie auch immer, oder mit PayPal. Ja, wie man das natürlich vom WhatsApp her kennt, ne? Ja. Kann sein, dass er einige Hintergrundgeräusche nicht hören und ich jetzt gesagt habe, ja, jemand hat mich auf Facebook angeschrieben. Mich hat vorhin jemand auf Facebook angeschrieben, habe gerade gelesen, da hat sich jemand über die Wahl aufgeregt. Aber Thema Wahl ist jetzt für dieses Let's Play beendet, nämlich das ist ein Let's Play und kein Let's Talk, ne? Und wenn ihr mit mir darüber gern reden wollt, über Skype, ich habe damit kein Problem. Ihr könnt mit mir darüber gern reden, aber wenn dann noch am Samstag gerne. Ich werde darum mal einen Aufruf starten, wenn das funktionieren sollte. Wenn, dann werde ich das am Samstag dann aufzeichnen, vielleicht Samstagnachmittag, Samstagabend, wie auch immer. Und dann am Sonntag während der Bundestagswahl dann auch hochladen. Da habe ich kein Problem damit. Ein Hangout würde ich auch gern starten, nur ich habe das Gefühl, dann kommt wieder jemand von der Landesmedienanstalt und meckert rum. Rundfunk! Ja? Da wäre ich eigentlich auch für, dass die Politiker sich mal dafür einsetzen würden, dass sich das Internet mal dem 21. Jahrhundert anpassen würde. Sprich, dass sogenannte Livestreams und Hangouts, Google Hangouts nicht als Rundfunk da gesehen werden. Dann würde ich dementsprechend auch wieder meine Live-Let's Plays senden, die dann nicht 30 Minuten dauern würden und einmal in die Woche kommen, sondern vielleicht zwei, dreimal in der Woche und dann halt eine Stunde oder so. Ne? Dafür wäre ich auch. Ne? Aber naja, mich fragt ja keiner. Weil es ja am Arsch vorbeigeht, deswegen. Ne? Wie schon gesagt, einigen geht das am Arsch vorbei mit der Meinung, andere geht es am Arsch vorbei mit dem Geld. Es ist die Welt heutzutage, ne? Werden wir mal sehen. So. Weiter geht's. Na, ich muss noch kurz hier aufladen. 6. 7 drücken. Protection und Ban Barrier. Wie ihr natürlich wisst, alle 10 Folgen zeige ich ja etwas von meinen anderen Chars. Ich habe ja im Moment zwei andere auch noch. Ein Ringmaster, ne? Ein Ringmaster, der heilt. Und ein Bildposter Nahkämpfer. Und den Bildposter, Wadiposter habe ich ja in der letzten Folge gezeigt. In der Folge 10. Und in der Folge 20 werde ich dann dementsprechend meinen Ringmaster zeigen. Ob ich dann dazu natürlich in vollem Einsatz kommen werde, das weiß ich nicht. Mal gucken. Dementsprechend muss es funktionieren. Dementsprechend muss das Timing perfekt sein, ne? Jetzt will der abhauen. Was ich auch ein bisschen kacke finde, ne? Das sind die normalen Mr. Pumpkins. Ne? Wenn ich jetzt so andere finden würde, muss ich gleich mal gucken, die würden nicht abhauen. Ne? Muss ich mal kurz gucken. Die alle habe ich hier umgebracht. Da hinten. Also hier die, das ist jetzt ein normaler Mr. Pumpkin. Agro Mr. Pumpkin. Ja, die Stale Mr. Pumpkin, die bleiben stehen und kämpfen wenigstens. Die anderen nicht. Die normalen Mr. Pumpkins, die hauen ab. Denken sich, Arschloch, ich geh weg. Weißt du? So ungefähr. So. Ich frage mich mal immer wieder, warum meine Anzahl grün ist. Den Gegner kontinuierlich durch Blutung. Also ja, quasi wie Vergiftung. Sprich, ich verliere dann halt auch immer. Nö, verliere ich nicht. Aber da ist es nun. Den Gegner kontinuierlich durch Blutung für eine bestimmte Zeit Schaden zufügen. Naja, also dementsprechend ab und zu mal gibt's mehr. Wird mehr weggehauen als sonst. Was haben wir denn hier? Marble Hairband, also ein Haarband. Ein Quest-Item, so wie es ausschaut. Ja, wo haben wir dich denn? Da. Oh. Ah. Wie viel Prozent haben wir eigentlich? 28%, das ist auch mal was Feines. Ne? Wir sind auch sowieso gleich schon am Ende dieses Let's Plays. Und nicht vergessen, sollte es irgendwie Probleme geben beim Let's Play, sprich Bild ist nicht so toll, Ton ist nicht so toll, schreibt es in die Kommentare. Da muss ich dann halt dran was basteln, weil ich habe jetzt einmal Probe aufgezeichnet, sprich ein bisschen gespielt. Da habe ich dann natürlich auch bemerkt, dass der Ton deutlich laut war. Also sprich, die Musik war laut. Und ich war dementsprechend auch noch laut. Also sprich, ich bin auch noch laut. Wird das natürlich auch dementsprechend dann
wenn es zu laut sein sollte, ändern. Nur ich habe das Problem, ich habe hier sehr laute Boxen, deswegen kam das für mich so richtig laut vor. Ob es jetzt natürlich nicht laut war oder doch, das werdet ihr natürlich sagen. Werdet ihr mir sagen. Ja. Normal. So. Hauen wir den nächsten weg. Weil treffen ab und zu nicht. Das ist halt die dumme Scheiße hier dabei. Die dumme Scheiße. Wollte solche Worte soll ich ja einfach lassen. Das Doofe dabei ist es. Was ich nicht immer treffe, aber was soll's. Man muss auch mit allen Sachen schlecht leben können. So. Eine Bronze-Axt. Bein. 62. Gucken wir mal, ob die uns. Ich glaube, die Attacke kann ich jetzt nicht benutzen, weil das eine Schwertattacke ist. Oh doch, kann ich benutzen. Nur ob ich besser damit weghaue. Ne? Ja, geht besser, ne? Mit der Axt geht das jetzt besser. Halten wir die mal auf, falls wir wieder mal was Besseres finden. Müsste sowieso auch bald zurück, aber sowieso ist die heutige Folge auch gleich vorbei. Folge 11 von Live. So. Sonst nur so eingesammelt. Sword, auch noch eins. Ja, echt schwach eigentlich. Naja. Soll's. Ist halt natürlich auch ab und zu mal ein bisschen kacke. Wenn man so schwächere Sachen bekommt. Ich bin doch eher so der Schwertkämpfer, deswegen gehe ich wohl aufs Schwert zurück. Ja. Dann doch aufs Schwert zurück, weil das geht ein bisschen schneller. Ja, man hört das auch dementsprechend so bam, bam und hier zack, 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 zack. Geht halt ein bisschen schneller. Ist auch super, finde ich. So, wie viel Prozent haben wir jetzt? 41%, war 50% ein Schluss. Wenn nur 50%, dann müsste das eigentlich dementsprechend reichen. Ach, ja, auch ich bin noch ein bisschen müde, obwohl ich gut geschlafen habe. Aber wieder zu wenig. Ja. Beziehungsweise wieder zu viel. Eigentlich ist zu viel Schlaf auch nicht gut. 8 Stunden genau. Das ist immer gut, ne? 8 Stunden, genau. Im Übrigen, das wollte ich nochmal kurz sagen, erlebt ihr bei den News eine kleine Überraschung. Ich stand ja bei der letzten News-Ausgabe, bei der letzten regulären News-Ausgabe, stand ich ja noch. Das will ich jetzt wieder ändern, indem ich mich wieder hinsetze. Überraschung ist raus. Aber wie, das verrate ich noch nicht. Ja, denn ihr habt ja gesehen, es gibt ja für die News, generell für die Infos, Infoformate hier bei DerchoTV neue Intros und neues Outro. Und generell, das Outro ist eigentlich für alle, nur für die Let's Plays brauche ich keine Outros, weil, also, ne, sprich, Hinweis darauf, dass es Facebook, Twitter und die Seite gibt. Im Übrigen, DerchoTV gibt es ja auch jetzt auf Google Plus, ne? Also schaut mal vorbei, Google Plus. Einfach mal bei Google Plus DerchoTV suchen. Einfach ein Plus 1 geben, beziehungsweise folgen. Ne? Nicht nur folgen oder so. Dann eure jeweiligen Kategorien reinstecken.
Nachrichten, News-Kategorie wäre auch nicht schlecht. Dann seid ihr natürlich immer aktuell informiert über neueste News und natürlich über neueste Let's Plays. Zum Beispiel natürlich auch Let's Play Live. Immer freitags. Gesehen? Jetzt aber. Dann ist da noch der normale Pumpkin, der dann immer wegläuft, wenn er Mist baut. Ja. Und zack. So. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich glaube, jetzt müssen die 50% haben, ne? 48%. Was? Ich kriege nur 1%? Soll ich jetzt gleich zu Level 100ern gehen? Und ab und komplett versagen? Naja. Bisschen doof, finde ich das. Aber was soll's? Da muss ich 100 totschlagen. 100 Stück. Ne? Geht halt schnell, dementsprechend. Aber dann... Ne? So, jetzt müsste ich 2% gekriegt haben. Ja, auch wieder 1%. Hau ich dich dann. Ja. Guck, der will abhauen. Siehst du, der will abhauen. Das ist dann scheiße. Ah ja, ich habe ja hier Sneaker. Haha. Ja, ich kann während eines Hindernisses nicht angreifen. Jetzt bleib mal stehen, du Scheiße! Meine Fresse. Geht doch. Jetzt habe ich das nochmal eingesetzt. So, jetzt müsste ich... Guck mal, sogar 51% geradewegs bei den Mr. Pumpkin. So, ich stelle mich mal auf einem Haus. Weil, aus die Maus, jetzt für heute... mit Let's Play Live. Deswegen wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitag. Oder wenn ihr es auch immer guckt, einen schönen Tag. Denkt dran, am kommenden Sonntag, am 22. September, sind Bundestagswahlen, geht wählen. Ich habe da schon zu meinen ganzen Senf abgegeben. Wenn ihr den wirklich nochmal hören wollt, beziehungsweise mit mir darüber sogar diskutieren wollt, über die Nichtwähler, über die Entscheidung, ob man Strafe kriegen soll, ob man gezwungen werden soll zu wählen und blablabla, könnt ihr mit mir ruhig gern diskutieren, sogar in einem Format, gerne in einem Thema Spezial, hätte ich nichts dagegen und so weiter und so fort. Am 22. September sind Bundestagswahlen. Ich fordere euch nur auf, geht wählen, denn eure Stimme kann mehr als nur meckern, wie es ja gerne die Pro7Sat1 Mediagenäre Kampagne sagt. Derweil noch einen schönen Tag und schönes Wochenende, falls ihr es dann am heutigen Freitag seht, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!